Es ist wieder Dienstag, hier ist wieder Wissen to go mit einem neuen Teil der kleinen Serie Zweiter Weltkrieg, Drittes Reich. Herzlich willkommen, es ist auch gleichzeitig der letzte Teil. Ihr habt es geschafft, wenn ihr dieses Video gesehen habt, dann seid ihr hoffentlich top informiert über diesen Abschnitt deutscher, europäischer, globaler Geschichte. Was ihr ja schon gesehen habt, hoffentlich, wenn nicht, nochmal reingucken, war die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Dann habe ich euch was erzählt über die Rassenpolitik der Nationalsozialisten. Und beim letzten Mal ging es um das zentrale Thema überhaupt, nämlich um den Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Ich mache deswegen so, weil es zwei Teile dazu gibt. Schaut sie euch einfach mal an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich habe es an den Klickzahlen gesehen, ich bin ja auch nicht blind. Diese Videos sind etwas weniger beliebt, habe ich mir aber im Vorfeld auch schon gedacht, weil sie natürlich etwas spezieller sind, aber das macht nichts. Umso mehr freut es mich, wenn ihr euch da einfach mal reinklickt, euch das anschaut und ja, vielleicht auch eure Meinung in den Kommentaren hinterlasst. Heute also, wie gesagt, der letzte Teil und ich habe es ja auch schon mal angekündigt, um was es geht. Heute geht es um die Nachkriegsgeschichte, also was ist eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg passiert und wie kam es innerhalb weniger Jahre zum Kalten Krieg, zu einem quasi neuen Krieg, der aber kein richtiger Krieg war. Klingt alles ein bisschen verwirrend, Kalter Krieg habt ihr bestimmt alle schon mal gehört und was da passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema auf den Lehrplänen. Und apropos Lehrplan, nach dem Zweiten Weltkrieg, das habe ich euch ja auch in den letzten Videos schon erzählt, war Japan ja auch einer der Verlierer, aber es macht jetzt keinen Sinn, euch irgendwie 15 Minuten lang was über die Geschichte Japans zu erzählen, die sehr, sehr spannend ist, definitiv, aber die halt nicht wirklich in der Schule behandelt wird. Deswegen konzentriere ich mich auf die Nachkriegsgeschichte in Deutschland und in Europa und hoffe einfach, dass ihr mir das nachseht. Aber speziell zur Geschichte Japan habe ich euch auch noch was verlinkt. Also, wen das interessiert, der kann da gerne draufklicken. Dieses Video wird so aussehen, dass ich euch zuerst mal die Ausgangssituation schilder, also wie sah es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aus, welche Pläne hatten die Länder, die Deutschland besiegt hatten und danach geht es darum, wie diese Pläne konkret umgesetzt wurden. Ich sage euch jetzt schon mal, es ist relativ entspannt, man kann da hoffentlich gut folgen und ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dabei seid. Sage ich immer, ich weiß, aber es ist halt so. Los geht's! Wir vollbringen jetzt mal eine mentale Leistung. Wir denken uns zurück in das Jahr 1945 und zwar zum, sagen wir einfach mal, 9. Mai 1945. Habt ihr das? Okay. Deutschland hat gerade die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet. Das bedeutet, dass Deutschland sich als absoluter Verlierer erklärt hat und gesagt hat, ihr Sieger könnt mit uns machen, was ihr wollt. Hitler war tot, Hitler hatte sich ungefähr eine Woche vorher umgebracht. Und Deutschland ging es sehr, sehr schlecht. In manchen Städten sind nur noch 10% aller Häuser gestanden, alles war zerstört, die Menschen haben gehungert, es sind Krankheiten umgegangen, die Situation war wirklich fatal, Deutschland war auf den Status eines Entwicklungslandes zurückgeworfen, nichts hat mehr funktioniert und alle waren kriegsmüde, viele wussten nicht mehr, wie es weitergehen soll, es gab sehr viele Selbstmorde auch in dieser Zeit. Ja, das Land war am Boden zerstört, muss man sagen. Die Alliierten hatten ihr Ziel erreicht, das sie schon Anfang 1943 beschlossen hatten, zumindest das Großbritannien und die USA beschlossen hatten, als sie gesagt hatten, Germany first, wir wollen zuerst Deutschland besiegen und dann kommt der Rest. Deutschland war wirklich komplett besiegt und lag am Boden, wie gesagt. Diese Zielsetzung war aber nicht das Einzige, was die Kriegsgegner von Deutschland besprochen hatten. Es gab während des Zweiten Weltkrieges verschiedene Konferenzen, auf denen sich die Staatschefs der kriegsführenden Länder untereinander immer so ein bisschen abgestimmt haben, was soll passieren und vor allem, was soll passieren, wenn Deutschland besiegt ist. Das klingt zuerst mal ein bisschen komisch, da wird noch Krieg geführt, aber es wird schon darüber gesprochen, was mit dem Land passiert, wenn der Krieg vorbei ist. Kann man ein bisschen vergleichen, aber aktuell mit der Situation in Syrien, da vermutet man auch, dass Assad irgendwann mal gestürzt ist und es wird jetzt schon überlegt, was passiert dann nach Assad. Es gab eben diese Konferenzen, ganz, ganz viele. Und die erste Konferenz, bei der dann auch Russland mit dabei war, die fand 1943 in Teheran statt. Das war die erste Konferenz der sogenannten Großen Drei. Da nahmen teil Winston Churchill für Großbritannien. Das hier ist der Präsident der USA gewesen. Das war Theodore Roosevelt, übrigens auch der Namensgeber des Teddybärs, aber das nur am Rande. Und das hier war Stalin, Präsident der Sowjetunion, Diktator dort. Und ja, die drei haben sich getroffen, haben besprochen, was machen wir mit Deutschland. Es ja, gab sehr viele Uneinigkeiten. Man wusste nur, okay, man will Deutschland irgendwie wieder voranbringen. Man will, dass Deutschland weiterhin bestehen bleibt. Das war eigentlich so eine Sache, auf die sich alle einigen konnten. Aber was man da wirklich macht, das hatte man noch nicht so konkret festgelegt. Konkreter wurde es dann 1945.
Anfang 1945 haben sich diese großen drei nochmal getroffen, nämlich in Jalta, beziehungsweise auf Jalta. Und auf Jalta hat man gesagt, okay, unser Plan ist folgender. Nach dem Zweiten Weltkrieg, das am Ende schon absehbar war, teilen wir Deutschland auf in verschiedene Besatzungszonen. Und zwar folgendermaßen. Deutschland wird so aufgeteilt, dass hier im Süden die Amerikaner das Land besetzen, auch im Süden die Franzosen, hier in etwas zweigeteilten Gebiet. Hier ist auch Frankreich gewesen, also ging das direkt in Frankreich über. Im Norden sollten die Briten stationiert sein und im Osten die Sowjetunion. Das hier, was ihr hier seht, das ist Berlin und das wisst ihr vielleicht. Berlin sollte als Vier-Mächte-Stadt bestehen, weil alle wollten nach Berlin. Also das heißt, sowohl die Sowjetunion als auch Großbritannien, als auch die USA, als auch Frankreich sollten Berlin besetzen. Außerdem wurde auch schon bei der Jalta-Konferenz besprochen, dass die Oberbefehlshaber über die Streitkräfte in ihren Gebieten das Sagen haben sollten. Also die sollten so eine Art Super-Ministerpräsident sein. Und diese Befehlshaber zusammen sollten sich auch ab und zu treffen und besprechen, was passiert im gesamten deutschen Gebiet. Und das nannte man dann den Alliierten Kontrollrat. Also schon sehr konkrete Pläne, die man noch während des Zweiten Weltkriegs für Deutschland hatte. Nochmal konkretisiert wurden diese Pläne dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nämlich im Juli und August 1945 in Potsdam, bei der sogenannten Potsdamer Konferenz. Auch da haben sich wieder die großen drei getroffen. Frankreich war nicht dabei, erstaunlicherweise. Die haben schriftlich einfach ihre Meinung gesagt. Und bei dieser Potsdamer Konferenz hat man diese ganzen Pläne nochmal konkretisiert. Wobei man auch noch dazu sagen muss, Frankreich hätte am liebsten Deutschland zerstückelt. Frankreich wollte, dass es Deutschland in der Form gar nicht mehr gibt. Es sollte einfach aufgeteilt werden, es sollte ganz viele einzelne kleine Länder geben, die untereinander gar nichts mehr anrichten konnten. Aber da haben die großen drei Frankreich davon überzeugt, dass das keine so gute Idee wäre, weil Deutschland einfach so ein großes Gebiet war und so wichtig war für Europa. Also man hatte eben diese Besatzungszone schon eingerichtet und konkret hatte man folgende Pläne gefasst bei der Konferenz in Potsdam. Man wollte für Deutschland einmal eine Entmilitarisierung. Das bedeutet, dass die Armee aufgelöst werden sollte, alle Waffen vernichtet, beseitigt und so weiter und so fort. Man wollte eine Entnazifizierung in Deutschland. Das heißt, alle, die den Nazis gedient hatten, die sich Verbrechen schuldig gemacht hatten im Dritten Reich für die Nazis, sollten identifiziert und bestraft werden. Außerdem wollte man eine Dekartellisierung. Dekartellisierung bedeutet, das, was vor allem während der Gleichschaltung passiert ist, dass große Firmen zusammengelegt wurden, sollte aufgelöst werden. Und man wollte eine Demokratisierung, das ist eigentlich selbsterklärend, man wollte freie Wahlen für ein Parlament einführen, aber das erst so Schritt für Schritt, also man wollte nicht sofort nach ein paar Monaten schon Wahlen in Deutschland abhalten, das wäre dann etwas zu schnell gegangen. Also, schon während des Zweiten Weltkriegs haben die Kriegsgegner von Deutschland besprochen, wie es mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg weitergehen soll. Deutschland wurde in verschiedene Besatzungszonen eingeteilt und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Pläne, die man schon während des Krieges gefasst hatte, dann etwas konkretisiert. Sieht auf dem Papier ja alles ganz toll aus, aber in der Realität war das dann doch nicht so einfach. Für die USA, Großbritannien und Frankreich war eigentlich klar, wie gesagt, Deutschland muss so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen. Die Sowjetunion hat das ein bisschen anders gesehen. Stalin hat gesagt, naja, wir haben so viel Schaden angerichtet bekommen durch die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs. Die Sowjetunion war ja das Land mit den größten Verlusten, sowohl menschlich als auch materiell. Deswegen hat er gesagt, wir wollen erstmal dafür entschädigt werden und hat aus seiner Besatzungszone alles, was noch irgendwie funktioniert hat, abtransportiert. Also da wurden ganze Fabriken abgebaut, abtransportiert, Schienen wurden abtransportiert, alles Mögliche. Und das war halt so das Hauptinteresse von Stalin. Außerdem wollte er die östlichen Gebiete, vor allem Polen, unter seine Kontrolle bringen. Das war also schon so ein kleiner Interessengegensatz und dieser Gegensatz hat sich noch verstärkt. Das hatte auch vor allem damit zu tun, dass es in den USA Wahlen gegeben hatte 1945 und aus diesen Wahlen ging hervor, dass Harry S. Truman neuer Präsident der USA wurde. Und Truman hatte eine große Grundangst, nämlich die Angst, dass das kommunistische System, das es in der Sowjetunion gab, auf ganz Europa ausgebreitet wird und irgendwann auch auf die ganze Welt. Und deswegen hat Truman gesagt, okay, wir müssen dafür sorgen, dass es den Ländern in Europa wieder gut geht, dass sie sich nicht vom Kommunismus verführen lassen. Das war also eine der Grundmotivationen der USA.
damit es wirtschaftlich wieder bergauf geht, damit es den Ländern wieder besser geht und vor allem Deutschland wieder besser geht, haben sich die USA und Großbritannien 1947 zusammengeschlossen. Die beiden Besatzungszonen wurden zur sogenannten B-Zone zusammengeschlossen, B, ganz klar, 2, und haben wirtschaftlich zusammengearbeitet. Der Sowjetunion hat das nicht so gefallen. Auch da gab es Überlegungen, soll man die auch mit einbeziehen, aber die haben gesagt, nee, wir wollen unser eigenes Süppchen kochen. Und dieser Konflikt wurde nochmal verstärkt durch einen Plan, den Plan des US-Außenministers George Marshall. Diesen Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, nämlich in dem Zusammenhang mit dem Marshall-Plan. George Marshall hatte gesagt, okay, um die Länder wieder aufzubauen, muss man Geld in die Hand nehmen. Es waren mehr als 12 Milliarden Dollar, das ist mehr Geld damals gewesen als heute. Das kennt ihr ja vielleicht, das hat mit Inflation zu tun und so weiter und so fort. Also heute wäre das ein viel größerer Betrag. Auf jeden Fall diese 12 Milliarden Dollar sollten dafür sorgen, dass Europa wieder aufgebaut wird. Von diesen 12 Milliarden Dollar ist allein 1,5 Milliarden Dollar an Deutschland gegangen. Und man muss sich das so vorstellen wie der Rettungsschirm. Also es war nichts anderes, als dass man gesagt hat, hier habt ihr Geld, das bekommt ihr nicht geschenkt, das gebt ihr uns irgendwann wieder zurück, aber dieses Geld soll erstmal helfen, dass es eurem Land wieder besser geht. An dieses Geld war eine einzige Bedingung geknüpft, nämlich alle Länder, die dieses Geld nahmen, verpflichteten sich dazu, einen gemeinsamen Wirtschaftsplan zu haben. Auch der sowjetischen Besatzungszone und den östlichen Ländern wurde dieses Geld angeboten aus dem Marshall-Fonds. Aber die Sowjetunion hat gesagt, nein, ihr nehmt dieses Geld nicht. Denn die Sowjetunion hatte einfach Angst, dass durch dieses Geld aus den USA die USA Einfluss nehmen auf die von der Sowjetunion kontrollierten Gebiete. Also gab es kein Geld für diese Länder. Man hat dann aber gesagt, okay, jetzt haben wir hier schon eine B-Zone und auch die französische Zone hat eng mit der B-Zone zusammengearbeitet. Wir haben einen gemeinsamen Wirtschaftsplan. Warum nicht also auch eine gemeinsame Währung? Denn man muss sich vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es keine richtige Währung in Deutschland mehr. Die Leute haben nicht mit Geld bezahlt, sondern haben untereinander Waren getauscht. Das war eigentlich illegal, aber das hat jeder gemacht. Als Ersatzwährung haben sich amerikanische Zigaretten nach und nach durchgesetzt. Das war natürlich kein dauerhafter Zustand, das konnte nicht so bleiben und deswegen haben die Westmächte gesagt, wir führen in unseren drei Zonen eine Währung ein, die Deutsche Mark, die D-Mark. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch sie noch, das war die Währung, die es vor dem Euro in Deutschland gegeben hat. Die hat ganz schön lange gehalten. Und als diese Währung eingeführt wurde, war über Nacht quasi alles besser in den Besatzungszonen. Die Läden waren wieder gefüllt. Hier sehen wir Leute, hier haben wir noch ein Trümmerfeld und hier haben wir schon einen Laden mit einer Konditorei mit einem Schaufenster. Und in diesen Schaufenstern lag auf einmal wieder was drin. Weil man konnte ja wieder was kaufen und musste nicht tauschen. Das war also ein großer Fortschritt einerseits, aber auch ein Rückschritt in der Beziehung zwischen der Sowjetunion und den westlichen Besatzungsmächten. Denn die Sowjetunion hat jetzt gesagt, Moment mal, ja, ihr habt nicht nur diesen Marshallplan, jetzt habt ihr auch noch eine eigene Währung. Was wollt ihr denn eigentlich? Also hat die Sowjetunion in der Besatzungszone, in ihrer Besatzungszone auch eine Währung eingeführt und hat gesagt, so, und wir können das genauso, wir besetzen jetzt Berlin. Die Westmächte konnten nicht mehr in ihre Berliner Besatzungszone. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ihr müsst euch das so vorstellen, die Westmächte, die in Berlin saßen, waren quasi eingekesselt. Man konnte nicht mehr hin. Ein Jahr lang hat die Sowjetunion Berlin blockiert und Berlin wurde deshalb dann aus der Luft versorgt. Die sogenannte Luftbrücke wurde eingerichtet ab 1948. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ich habe euch unten was verlinkt. Das nur ganz kurz am Rande. Unterdessen, 1948, ist auch politisch schon einiges passiert. Sowohl die Westmächte haben in ihren Besatzungszonen zugelassen, dass es wieder einzelne Parlamente gibt. Sie haben ihr Gebiet in Bundesländer unterteilt, das hat die Sowjetunion auch gemacht. Und in diesen Bundesländern wurden wieder kleinere Parlamente gewählt. In den Städten wurden Bürgermeister eingesetzt, es wurden Kommunalparlamente gewählt. Also man hat den Deutschen wieder zugetraut zu wählen. Und die Westmächte haben gesagt, okay, jetzt haben wir nicht nur eine neue Währung, wir haben nicht nur eine gemeinsame Wirtschaftszone, wir wollen jetzt auch eine gemeinsame Verfassung haben für unsere Gebiete. Diese Gebiete sollen zu einem einzelnen Land zusammengeschlossen werden. Also hat man verschiedene Experten und Politiker damit beauftragt, eine Verfassung zu erarbeiten für ein neues Land, ein westliches deutsches Land. Das haben die auch gemacht und diese Verfassung wurde verabschiedet, dann am 23. Mai genannt das Grundgesetz. Warum Grundgesetz und nicht deutsche Verfassung? Das hat einfach den Grund, dass die Väter der Verfassung, dieser Verfassung gesagt haben, naja, es sind jetzt ja nur die westlichen Gebiete, das östliche Gebiet gehört ja gar nicht dazu. Deswegen ist das hier nur ein Provisorium, das so lange bestehen bleiben soll, bis auch das östliche Gebiet in Deutschland dazugehört.
Das ist aber leider nicht passiert, denn in dem östlichen Gebiet hat die Sowjetunion auch die Gründung eines Staates vorangetrieben und das war sogar schon vor der Gründung in den westlichen Gebieten. Damit gab es in Deutschland zwei Länder. Hier haben wir zum einen das westliche Land, die Bundesrepublik Deutschland, hier haben wir die Deutsche Demokratische Republik und hier haben wir das zweigeteilte Berlin, so wie es dann viele Jahrzehnte lang auch Bestand hatte. Also, die Kriegsmächte, die gegen Deutschland gekämpft haben, hatten eigentlich ein Ziel. Sie wollten Deutschland besiegen auf der einen Seite und wenn Deutschland besiegt war, Deutschland wieder aufbauen und zwar gemeinsam. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich aber herausgestellt, die Interessen sind so unterschiedlich, es gab so viele Konflikte, dass im Endeffekt sich zwei Staaten gebildet haben. Auf der einen Seite von den Westmächten kontrollierte Bundesrepublik Deutschland, auf der anderen Seite Ostdeutschland, die Deutsche Demokratische Republik, die mit der Zeit auch immer eigenständiger wurden. Und durch diese Teilung Deutschlands sieht man auch, die Welt hat sich geteilt. Auf der einen Seite gab es die von der Sowjetunion kontrollierten Gebiete, auf der anderen Seite die von den USA beeinflussten Gebiete, die westliche Welt. Und aus diesem Konflikt hat sich ja ein sehr lange dauernder Konflikt herauskristallisiert, den man Kalter Krieg nannte. Kalter Krieg, weil nicht wirklich gekämpft wurde. Zumindest hat nie die Sowjetunion gegen die USA direkt gekämpft. Also der Kalte Krieg hat seinen Ursprung in der Teilung Deutschlands, wenn man das so will. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber auch dieses Mal sind wir schon wieder viel zu lang geworden. Ich möchte euch auch wieder einige Bücher vorstellen, allerdings muss ich zugeben, dass ich zum Thema Nachkriegsdeutschland, Stunde Null nennt man das übrigens auch, also die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht so viele Bücher besitze. Ich habe euch einfach mal unten einige verlinkt, zu denen ich jetzt gar nicht sagen möchte, könnt ihr einfach mal reinschauen. Ich habe hier drei Bücher, die ich euch grundsätzlich noch zu diesem Themenkomplex empfehlen möchte. Nämlich einmal dieses Buch, das bekommt übrigens jeder kostenlos, der es haben will, das Deutsche Grundgesetz, das könnt ihr hier bestellen, habe ich euch unten auch verlinkt, schaut es euch mal an. Grundgesetz, sehr, sehr wichtig. Ich habe jetzt leider nicht die Verfassung der DDR hier, aber auch die habe ich euch verlinkt. Könnt ihr euch nochmal in der Originalquelle anschauen. Dann habe ich hier ein Buch von Edgar Wolfrum. Da geht es nicht konkret um den Zweiten Weltkrieg, sondern um Krieg und Frieden in der Neuzeit. Also vom Westfälischen Frieden bis zum Zweiten Weltkrieg. Allerdings nicht Verlauf oder so zusammengefasst, sondern Kontroversen in der Geschichte. Also wo gibt es da unterschiedliche Forschungsmeinungen? Wie ist da der Stand der Forschung? Also wenn euch das interessiert, ihr fragt ja auch immer mal wieder, warum war das eigentlich so und was meint die Forschung dazu, dann empfehle ich euch wirklich sehr dieses Buch. Das hat mir während meines Studiums sehr weitergeholfen. Krieg und Frieden in der Nordzeit, Edgar Wolfrum, ein sehr renommierter Geschichtswissenschaftler. Und etwas Bunteres, die DDR. Da steht drin, wie die DDR entstanden ist. Das habe ich jetzt ja wirklich nur am Rande behandelt, denn die DDR hat eine ganz eigene Entstehungsgeschichte, logischerweise. Und wie diese Entstehungsgeschichte aussieht, seht ihr hier mit vielen bunten Bildern, mit vielen einzelnen Porträts. Kann ich euch sehr empfehlen. Hermann Winke, glaube ich, spricht man ihn aus, die DDR. Übrigens mit einem Vorwort von Wolfgang Thierse, der ja, hat auch in der DDR gelebt, ist dort aufgewachsen, war dann später Präsident des Deutschen Bundestages und wird jetzt übrigens beim nächsten Bundestag nicht mehr dabei sein, weil er sagt, ich bin dann 70 Jahre alt und das ist mir dann zu lang. Also auch Wolfgang Thierse, ein Teil der Geschichte, hat hier ein Vorwort geschrieben für dieses Buch. Filme empfehle ich euch in diesem Fall keine, wobei, doch mir fällt gerade ein, schaut euch mal Das Wunder von Bern an. Da geht es zwar eigentlich um Fußball und so, aber man erkennt da auch ganz gut, wie Deutschland in dieser Nachkriegszeit aussah und wie es den Menschen ging, wie die gedacht haben. Das Wunder von Bern, an dieser Stelle meine Empfehlung. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, dass ihr bei dieser ganzen Serie dabei gewesen seid. Hat mich sehr gefreut, auch eure ganzen Kommentare, eure Fragen haben mich sehr gefreut. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, meldet euch gerne. Und Stichwort Fragen, gutes Thema, denn um Fragen geht es im nächsten Video. Fragen, 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 Antworten, Antworten, Antworten am Freitag hier. An dieser Stelle würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dann. Ciao.